Super, vielen Dank. Jupp. Gut, wir starten rein in den zweiten Part unserer kleinen Serie über Leiterschaft. Und wie die Susanne schon gesagt hat, du sitzt vielleicht auch hier und fragst dich, ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Leiter. Ich bin auch nicht Teil der Young Leader School, wo wir in 2 Wochen auch bewusst 11 Personen in Leitung auch ausbilden wollen oder fördern wollen, trainieren wollen. Warum machen wir das hier im Gottesdienst? Wir haben 3 Gottesdienste, wo es um Leitung geht. Letzten Sonntag, heute und nächste Woche auch nochmal. Der Grund ist, sind 2 Gründe vor allem. Der erste Grund ist, wir im Vaterhaus haben dieses Verständnis, dass wir alle Leiter sind oder Leiterinnen. Ich will das kurz erklären. Nicht jeder von uns leitet einen Bereich in der Gemeinde oder leitet auf seiner Arbeit auch irgendwie einen Bereich oder ist eine Abteilungsleiter oder so. Das sicherlich nicht. Nicht jeder von uns ist in einer Position von Leitung, aber wir alle sind Menschen mit Einfluss. Und das ist die schnellste und kürzeste Definition von Leitung. Menschen, Personen zu sein mit einem Einfluss. Jeder von uns hat einen Einfluss, ob du das glaubst oder nicht. Einen guten oder einen negativen, ja. Aber jeder von uns hat eine prägende Kraft. Bist du Vater, bist du Mutter, Bruder, Schwester, ja, in deiner Familie, dann weißt du das, dass das so funktioniert. Du prägst andere mit deiner Stimmung, mit deinen Worten und wir haben alle eine prägende Kraft. Und diese prägende Kraft, die wir alle haben, will Jesus gebrauchen für sein Königreich. Und wir denken nicht nur an Gemeinde, sondern wir denken Königreich. Das heißt, überall, wo wir sind. Der größte Leiter der Weltgeschichte lebt nämlich in dir. Hast du dir das schon mal so vor Augen geführt? Der größte Leiter, und das sagen nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen, der größte Leiter der Weltgeschichte, Jesus Christus, lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und deswegen kann Jesus auch zu seinen Jüngern sagen und auch zu uns, er sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt es auch über sich, ja? Ich bin das Licht der Welt, sagt er auch, und er sagt, aber auch ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Warum sagt er das? Weil wir prägende Kraft haben. Weil wir einen Unterschied machen. Da, wo Finsternis ist, kommt Licht durch uns. Da, wo Geschmacklosigkeit, wo fades Leben ist, bringen wir den Geschmack Gottes hinein. Glauben wir das? Unser Leben, wenn Christus in uns wohnt, hat einen positiven Einfluss. Und im letzten Jahr, das ist der zweite Grund, haben wir uns viel mit praktischer Jesus-Nachfolge beschäftigt. Wir können nicht über Jesus-Nachfolge sprechen, ohne auch über Leitung zu sprechen. Das sind wie 2 Seiten einer Münze, das geht gar nicht. Denn das Ziel von Nachfolge ist auch Leitung, Einfluss zu haben. Dann ist es so, wir werden, wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen, wenn wir ihm konsequent nachfolgen, werden wir früher oder später von Jesus Verantwortung bekommen. Der manche mehr, der andere weniger, aber wir alle werden Verantwortung bekommen. Und wir werden da drin wachsen und wir werden in irgendeiner Form leiten in seinem Königreich. Ich meine, das Ende der Weltgeschichte, beziehungsweise das zukünftige Reich wird so sein, dass wir alle zu Königen und Priester in seinem Reich sind. Ne, du hast gesagt, naja, König wollte ich vielleicht noch nie so werden, aber vielleicht Prinzessin oder so. Aber wir alle werden regieren, so sagt die Bibel. Ja? Wir alle werden mit Christus regieren. Wir können es da schon mal anfreunden damit. Aber keine Angst, wir werden nicht überfordert sein. Ja? Sondern das wird alles gut laufen, wird in dem Maß sein, wie es passt. Und wir können das jetzt hier schon trainieren. Wir werden jetzt hier schon von Jesus angeleitet, in der Nachfolge auch Verantwortung zu übernehmen. Als Jesus seine Schüler in der Ausbildung rief, da hat er nicht nur gesagt, hey, lernt von mir, Leute, ich gebe euch wichtige Informationen, ich zeige euch, was es bedeutet, Gott kennenzulernen und so weiter, sondern er hat auch von Anfang an das Ziel gehabt, dass sie die Leiter seiner Bewegung sein werden. Die 12, ja. Einer ist
rausgefallen dann, aber die 11 wurden alle Leiter in der Jesusbewegung. Nicht von jedem liest man was in der Apostelgeschichte, von manchen schon, ja. Petrus und so, ne, die großen Leiter, aber alle waren Leiter. Interessant ist, manche sind bekannt und manche sind unbekannt. Von der Bartholomäus oder so hört man nichts mehr. Die Kirchengeschichte, ja, man kann auch ein bisschen studieren, da gibt es dann so Hinweise, waren alle irgendwie prägende Leiter oder Missionare, haben das Evangelium weit verbreitet, Thomas nach Indien und so weiter. Wir alle hier, gehe ich davon aus, wir alle hier sind in der Ausbildung von Jesus. Das ist meine Annahme. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, oder? Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen so sein wie er. Und das beinhaltet, dass wir Menschen mit prägender Kraft werden. Wir sind sowieso schon Menschen, die prägende Kraft haben, aber wir werden es noch stärker werden durch das, was wir von ihm lernen. Interessant ist, dass nicht jeder von uns so eine Position von Leitung bekommen wird oder haben wird. Ja, ihr kennt es so in der Arbeit, ihr kennt es auch hier in der Gemeinde, da gibt es Leute, die haben tatsächlich die Gabe der Leitung. Es steht im Römer 12, Vers 8, kann man nachlesen. Es gibt diese Gabe der Leitung, manche haben die besonders stark, da gibt es auch unterschiedliche Abstufungen. Und die hat Gott gesetzt über vieles, über viele Verantwortungen, müssen auch viel Rechenschaft dann abgeben später. Und andere, die haben eben nicht so ein hohes Maß an Leitung und deswegen haben sie nicht so eine hohe Leitungsposition. Aber da gibt es keine Wertigkeit drin. Das eine ist nicht mehr wert wie das andere. Aber wir alle sind Menschen, die einen Einfluss haben, um die Welt um uns herum positiv zu prägen, im Sinne des Reiches Gottes. Das haben wir alle. Glaub mir das, das haben wir alle. Jeder von uns. Du kannst wirklich einen Unterschied machen, oder Game Changer, sagt man heutzutage. Ne? Du kannst wirklich die Dinge in deinem Umfeld, in deiner Schulklasse, in deinem Studium, auf deiner Arbeit, in deinem Beziehungsumfeld, wo immer du bist, kannst du durch Christus in dir positive Prägung ausüben. Und manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Und trotzdem ist, auch wenn wir einen schlechten Tag mal haben, ja, müssen nicht immer gut drauf sein, aber Christus lebt in uns. Und wir können das lernen, wie das geht, wie wir da noch stärker prägenden Einfluss haben können. Und ich sage euch jetzt nicht ein paar Tools, ein paar Tricks und Tipps, wie wir das machen können, das hat man anders mal seinen Platz, sondern es fängt erstmal mit der richtigen Einstellung an, die Haltung. Wir lesen im Philipper 2, 5 bis 7. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Unsere Einstellung, unsere Haltung soll der von Jesus Christus ähnlich sein. Was war seine Einstellung? Er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen beim ersten Mal auf diese Erde, um alles zu beherrschen, sondern ich komme, um zu dienen. Aber weil er gekommen ist, um zu dienen und den niedrigsten Weg zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen, das lesen wir in den Versen später, hat Gott ihn erhöht über alles. Und da sehen wir schon das Prinzip. Ja? Wenn wir dienen, wenn wir den niedrigen Weg gehen, wird Gott uns erhöhen. Und das ist die Einstellung, die wir haben. Und das verstehen viele Menschen nicht. Sie denken, ich muss doch irgendwie, um Einfluss zu bekommen, um Leiter zu sein, muss ich mich irgendwie hochkämpfen, Ellbogen raus. Nee, es geht erstmal darum, dass wir die Drecksarbeit machen, dass wir den niedrigsten Dienst machen, dass wir Menschen, die nicht aus einem Pflichtbewusstsein, ich muss halt machen, sonst ist der einzige Weg nach oben und so, sondern wirklich, weil Jesus uns als Vorbild das vor Augen gestellt hat. Wenn ich an unser Vaterhaus denke, an die Menschen, mit denen ich auch viel zu tun habe, dann sehe ich, so viele haben diese Einstellung zu dienen. Das ist wirklich für mich bewegend.
Sie dienen, sie machen viel, viel Arbeiten. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute von uns in so vielen Bereichen arbeiten, dienen. Viele machen das einfach so, ja, ehrenamtlich, bekommen nichts dafür, sie machen es aber. Aber, ich möchte noch eine andere Seite betonen, das bedeutet aber nicht, dass Leiter immer nur Toiletten putzen und Stühle stellen, das sollen sie auch machen. Aber es gibt nämlich noch eine andere Seite dazu und das müssen wir auch lernen, das haben die auch in der Apostelgeschichte gelernt, in der ersten Gemeinde. Die Apostel waren sich nicht zu schade, die großen Apostel, den Armen die Speisung zu geben. Also die waren diejenigen, die das Essen ausgeteilt haben. Wie so wie die Tafel, so kann man sich das vorstellen. Da kamen die Witwen und die Waisen und die armen Menschen und die Apostel haben ihnen das Essen gegeben, sind nach Hause gefahren zu ihnen, haben ihnen gedient. Und irgendwann haben sie gemerkt, das zerreißt uns. Und deswegen haben sie auch das delegiert. Nicht, weil sie sich zu schade waren, sondern weil sie gemerkt haben, sie müssen sich auf bestimmte Dinge fokussieren. Wisst ihr, was das war? Zwei Dinge. Gebet, genau, und das Wort Gottes, ja, die Verkündigung des Wortes. Diese zwei Aspekte waren ihnen so wichtig, dass sie sagten, wenn wir das tun, das machen wir von Herzen gerne, aber wir kommen nicht mehr zu dem Wesentlichen. Und das, glaube ich, ist für uns als Vaterhaus eine ganz wichtige Lektion. Wir haben so viele Leute, die so viel dienen, aber wir müssen immer überlegen, in der Leitung, in der ich gerade stehe und in der wir stehen, ist das unsere Kernaufgabe? Sollen wir das wirklich tun oder ruft uns Gott zu etwas anderem? Das müssen wir bewegen, das müssen wir miteinander auch immer wieder besprechen. Die Einstellung eines Dieners zu haben, bedeutet auch noch etwas anderes. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Es bedeutet, ich muss nicht um irgendeine Position kämpfen. Und ich rede jetzt auch mal nicht nur in der Gemeinde, sondern auch wenn du in der Arbeit bist. Viele von uns, ja, sind in der Arbeit, in verschiedenen Positionen. Du musst nicht um deine Position kämpfen. Glaub mir, dass Gott das ehrt, wenn du in dem Platz, wo du bist, Menschen einfach dienst. Ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendwie, dann hole ich mir irgendwie Punkte beim Chef oder so. So einfach in dieser Haltung, in dieser Gesinnung. Ich habe so viele Geschichten schon gehört. Menschen, ich bin schon lange ja nicht mehr in so einem normalen Berufsleben, aber ich kenne so viele Menschen, die mir das gesagt haben, wie Gott sie erhöht hat und sie waren nur erstaunt. Erst vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, der das erzählt hat. Der hat ganz neu angefangen in der Firma und kommt mit der dienenden Haltung und die Leute sagen, erstens, was ist mit dir anders? Die haben irgendwie gemerkt, dass das ein anderer Typ ist, von einem anderen Planeten so ungefähr. Und er konnte viel mit vielen Leuten, auch mit Kunden, über Jesus reden. Und das andere ist, dass sein Chef gesagt hat, hey, dich will ich auf eine andere Position setzen. Und er ist ihm so viel entgegengekommen. Er hat immer zu mir gesagt, Gott hat mir so viel Gunst gegeben in meiner Firma. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ich kann es sagen, weil ich den gut kenne. Das ist ein Diener. Der kommt dort in diese Firma, um einfach zu dienen. Wenn wir groß werden wollen, auch im Reich Gottes, und das ist übrigens gut so. Manchmal sind wir so demütig und sagen, na, ich will ja gar nicht so groß werden. Aber Bernhard hat es letzte Woche uns schön gezeigt. Ja? Jesus tadelt die Jünger nicht, weil sie sagen, wir wollen groß werden, sondern nur die Art und Weise, wie sie dahin kommen wollten. Also wenn wir groß werden wollen im Reich Gottes, dann geht es tatsächlich nur über diese Gesinnung eines Dieners. Und wenn wir wirklich kraftvollen Einfluss haben wollen, dann nur mit dem Herz eines Dieners. Anders geht's nicht. Es ist wirklich gut, Leitung anzustreben. Ich wollte es nochmal betonen, weil ich glaube, das ist für unsere Gemeinde wirklich wichtig zu hören, was der Paulus seinem Mentee, dem Timotheus, schreibt. Wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Nicht so, ach, blöde Aufgabe. Schöne Aufgabe steht da. Bernhard, schöne Aufgabe. Spaß. Und dann würde ich jetzt euch das nicht vorstellen, aber ich erwähne es kurz. Wenn ihr die Verse danach lest, dann geht es um die Voraussetzungen, um diese schöne Aufgabe zu bekommen. Interessanterweise geht es gar nicht so sehr um Skills oder um Techniken oder so. Ne? Wenn man so in
Führungskräfteschulung ist, geht es dann oft so bestimmte Tricks und Tipps und so, wie man als Leiter das gut macht. Hier geht es in erster Linie um den Charakter. Aus welchem Holz du geschnitzt bist, das ist entscheidend. Ja, und was, wie du, ne, dass du ein geduldiger Mensch bist und so, nicht jähzornig, dass du nicht so viel Alkohol trinkst und so. Das kommt da alles in der Liste. Heute wird man es vielleicht ein bisschen anders schreiben, weil die Themen auch ein bisschen anders damals waren wie heute. Aber unterm Strich kann man sagen, hier geht es um Charakter. Und wenn Jesus Menschen in Leitung ausbildet, dann geht es immer um diese zwei Dinge, kann man sich gut merken, Charisma und Charakter. Charisma sind die Gaben, die wir entdecken dürfen. Ja, wo sind meine Gaben? Da hat Gott mich beschenkt, da kann ich Gott dankbar sein, das ist Gnade von ihm, habe ich mir nicht verdient. Aber worauf er wirklich schaut, ist Charakter. Und ich kann es immer wieder betonen hier, weil mir das so wichtig ist und wir in so einer herausfordernden Zeit gerade leben. Wegen Charisma ist noch kein Leiter zu Fall gekommen, aber wegen einem schlechten Charakter schon. Ganz viele. Wenn der Charakter nicht wirklich immer wieder vor Jesus gebracht wird und ich mein Herz ihm öffne und sage, wo sind die Stellen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind? Ich erlaube dir und ich erlaube anderen Menschen, da reinzusprechen und mich darauf hinzuweisen, damit Sünde und schlechte Charakterzüge nicht in meinem Leben Bestandteil haben können. Dass wir da radikal sind, diese Dinge rauszureißen und zu verändern. Wir können es. Und wenn unser Charakter, der muss nicht perfekt sein, aber wenn unser Charakter Jesus ähnlicher wird, dann kann er uns auch über mehr setzen. Und es ist safe, ja, dann ist es sicher. Aber wenn wir wegen unserem Charisma, weil wir so toll begabt sind, tolle Verantwortung bekommen, tolle Positionen, und dann haben wir einen schwachen Charakter, dann haut es uns dermaßen auf die Schnauze. Das ist schlimm. Der Schaden ist so groß fürs Reich Gottes. Könnte ich viele Sachen erzählen, was mich sehr, sehr bewegt gerade, aber machen wir da mal einen Punkt. Eine Frage, die ja offen bleibt, die aber ich für uns heute hier für sehr wichtig halte, ist, warum strebt denn jemand nach Leitung? Was ist denn die Motivation dahinter? Warum will ich eine Leitungsposition? Ich kann mich erinnern, bei der letzten Gemeindefreizeit, Micha, du warst bei mir in der Gruppe, da haben wir diese Workshops gehabt, diese kleinen Arbeitsgruppen, und da ging es bei uns auch um das Thema Leitung. Ja? Und da war auch eine Frage, warum, was ist denn meine Motivation, warum ich Leitung anstrebe? Geht es mir um Macht? Geht es mir um Position, um Ansehen oder um was geht es mir? Ich werde es nie vergessen, als vor etlichen Jahren wir in einer Gruppe von Pastoren saßen. Und man muss vielleicht da im Hintergrund dazu erklären, in den letzten 30 Jahren haben sich mit vielen Leitern und Pastoren in dieser Stadt und Region richtig gute Freundschaften entwickelt. Also wo wir wirklich in Transparenz und Offenheit miteinander leben. Und dann in dieser Runde ging es darum, dass wir mal ganz ehrlich sind, warum sind wir eigentlich Pastoren und Leiter geworden? Natürlich kommt dann so als erstes, ja, meine Berufung. Gott hat mich begabt und so. Und dann hat einer, der hat den Mut gehabt, sich zu outen, hat gesagt, also wenn ich ehrlich bin, es wurde mir vor einiger Zeit deutlich, hat er erzählt, so als junger Mensch, als junger Mann hatte ich mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, mit Minderwertigkeitskomplexen. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich so einfach meine Gaben einsetze, dass Leute mich gut finden. Und mich applaudieren und mir Danke sagen und mich schätzen und so. Und es hat mir so gut getan, habe ich gedacht, ach, das ist ein guter Weg. Da kriege ich Wertschätzung, da kriege ich Lob, da kriege ich Anerkennung und es tut meiner minderwerten Seele doch so gut. Und Gott gebraucht auch das, ja? Weil wir alle haben dann festgestellt, wenn wir ehrlich sind, bei uns war das schon auch so, ein großer Anteil. Das ist tatsächlich so, aber es darf nicht auf Dauer so bleiben. Es kann schon so sein, dass man am Anfang das so die Motivation ist, aber im Lauf der Zeit muss sich das ändern. Denn wenn es sich nicht ändert, dann bin ich vom Wohlgefallen oder der Kritik von Menschen abhängig. Wenn mir die Leute applaudieren, dann geht es mir gut. Und wenn sie mich kritisieren, dann fühle ich mich wie der Versager. Und der Paulus hat es, glaube ich, vermute ich mal, in seiner Leiterbiografie auch gekannt. Deswegen schreibt er, versuche ich den Beifall von Menschen zu gewinnen,
und Menschen zu gefallen? Oder nicht doch vielmehr Gott? Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener von Christus mehr. Und das ist meine Beobachtung, dass viele Menschen, die in der Gemeinde dienen und arbeiten, dass das die Herausforderung ist. Menschengefälligkeit. Für mich war das ein Riesenproblem. Ich will nicht sagen, dass ich da komplett durch bin, aber es ist schon wesentlich besser. Wenn mich Menschen loben, wenn sie sagen, du hast es gut gemacht, dann fühle ich mich wertvoll. Und wenn sie sagen, es war scheiße, es war schlecht, wie auch immer, oder sogar konstruktiv kritisieren, dann haut es mich total runter. Ich kenne es, diese Auf und Abs. Und ich bin so abhängig von der Reaktion der Menschen. Das ist genau Menschengefälligkeit. Wir kommen in eine Abhängigkeit. Und Paulus ist da so klar und sagt, wenn ich jetzt Menschen noch gefallen wollte, dann könnte ich nicht mehr ein Diener von Christus sein. Was andere über mich denken, ja, prägt so oft meine Entscheidungen. Ich will ja, dass die Leute gut über mich denken. Und deswegen mache ich dies und jenes. Ich habe so viele Fehlentscheidungen getroffen, ganz ehrlich, in meiner Leitung, weil ich wollte, dass die Menschen gut über mich denken. Und es war falsch, es war verkehrt. Ich wollte gerne everybody's darling sein. Aber wenn ich so lebe, dann verliere ich mein Profil. Dann werde ich Kompromisse machen, faule Kompromisse eingehen. Und mir ist dann deutlich geworden, wenn ich Leiter bin, wenn ich Einfluss habe, werde ich Entscheidungen treffen, die werden nicht allem gefallen. Und das hat lange gedauert, bis es wirklich in mein Herz gefallen ist. Ich habe das schon gewusst vom Kopf her, aber habe trotzdem gedacht, es gibt schon irgendwie einen Weg, wo wir doch irgendwie alle zufriedenstellen können. Nein, den gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Wenn ich leite, wenn ich Einfluss habe, wenn ich prägend bin, dann werden Menschen sagen, das finden sie gut, und andere werden sagen, das ist richtig schlecht. Sie werden nicht einverstanden sein, die werden schlecht über dich sprechen, die werden dich ablehnen. Und trotzdem geht es darum, ich bin Christi Knecht. Ich bin ihm in erster Linie Rechenschaft verantwortlich und nicht der Knecht der Menschen. Und weil mir das so wichtig ist, möchte ich gerne mit euch auch da nochmal drüber nachdenken. Bevor wir in Kleingruppen gehen, nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, selber zu reflektieren. Kennst du das auch, den Wunsch, anderen zu gefallen? Wie zeigt sich das oder wie hat sich das gezeigt? Ja, wir reden von der Vergangenheit oder auch von der Gegenwart. Und wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen, wenn du solche Situationen schon hattest, wo du merkst, das ist so auch deine Motivation. Du willst eigentlich Menschen gefallen und du willst, dass Menschen gut von dir denken und gut von dir reden, aber du hast eine schwierige Situation vor dir und musst etwas tun und entscheiden und weißt, dass es den anderen nicht gefallen wird. Wie hast du das für dich gelöst? Und lass uns da ehrlich sein. Und ich würde gerne, dass wir kurz mal selber erstmal drüber nachdenken, reflektieren über unser eigenes Leben. Und dann lade ich euch danach ein, in eine Kleingruppe mit deinem Nachbarn, deiner Nachbarin zu gehen oder mit 2, 3, 4. Aber ganz entspannt, keiner von uns muss was sagen, du bist hier nicht verpflichtet, du hast alle Freiheit. Aber es ist gut, wenn du den Mut hast, auch das einfach miteinander zu teilen. Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich habe gesehen, viele, viele haben gesprochen. Ich weiß ja nicht, was ihr gesprochen habt, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch was mit den Fragen zu tun hatte. Ich hoffe, das sensibilisiert uns auch für das Thema, auch in der Zukunft. Was mich an Jesus so begeistert ist, dass er Menschen wirklich gedient hat. Er liebte sie. Und er diente nicht nur ein paar wenigen, sondern vielen, vielen Tausenden, aber er war nie von ihnen abhängig. Da gab es mal die Situation, da wollten sie ihn zum König machen. Also, du bist es, du bist der Star, du bist. Und dann hat er nicht gesagt, ach, danke für die Ehre und so, das ist aber schön, dass ihr das machen wollt. Er ging einfach weg. Und viele andere Beispiele können wir jetzt nennen, wo Jesus
einfach Dinge getan hat und wusste, dadurch verliert er das Ansehen. Das ist nicht populär, aber er hat es einfach gemacht, weil er wusste, es ist richtig. Es ist der Wille seines Vaters. Unser Ziel ist, wir wollen gottgefällig leben, in erster Linie. Gottgefällig leben. Der Bernhard hat letzte Woche auch kurz das Thema Machtmissbrauch angesprochen und da würde ich gerne auch noch ein paar Dinge ergänzen. Er hat diesen ganzen Kontext erklärt mit den Jüngern, die da zu Jesus kamen und sagen, hey, können wir es nicht so machen, dass wir rechts und links neben dir sitzen dürfen, so. Also auch ein bisschen Gerangel um Position und Ansehen. Also später in seinem Königreich, dass sie rechts und links von seinem Thron sitzen, denn das sind ja die großen Ministerposten. Und dann heißt es in Markus 10, Vers 42, da rief Jesus sie zu sich. Übrigens, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch an. Es ist gut, nochmal auch das, was er gesagt hat, sich vor Augen zu führen, also der Bernhard. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allem bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jede Kultur prägt unsere Vorstellung, unsere Sichtweise von Leitung und Führung. Es war damals so und es ist auch heute so. Und damals hatten die Jünger eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Leitung aussieht. Nämlich, wenn ich Führungsposition habe, dann habe ich Macht. Dann habe ich Prestige. Dann bekomme ich Ansehen. Dann habe ich Position und werde geehrt. Und Jesus zeigt anhand seiner Person, sagt, ich bin der Menschensohn. Und der Menschensohn wird ja im Daniel, auch im Propheten Daniel aufgegriffen, ist ein Herrschaftstitel. Ja, zeigt an, dass er ein Mensch ist, aber ein Herrschaftstitel. Der Menschensohn, der König aller Könige, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er zeigt uns das anhand seiner Person. So geht es. Das ist die wahre Größe. Und so zu leiten, bringt das Reich Gottes voran. Die Vorstellung der Jünger war dagegen von dieser Kultur geprägt. Sie sahen Leitung durch ihre kulturelle Brille. Und wen haben sie gesehen? Die Römer. Die herrschten als Weltmacht, nicht nur in Israel, sondern haben viele Nationen unterworfen. Sie knechten die Völker, sie beuten sie aus. Ja, deswegen wissen wir die Geschichte von den Zöllnern, die da viel Geld abgezockt haben und an die römische Besatzungsmacht abgeben mussten. Das haben sie gelebt. So schaut Führung, so schaut Leitung aus. Machtvolles Herrschen. Durch ihre militärische Stärke konnten sie sich so als die Herren aufspielen und die Völker unterjochen. Und die Jünger erlebten das jeden Tag. Missbrauch, Unterdrückung, Ausbeutung. Und bei den religiösen Führern war es nicht anders. Ja, die haben sie auch gesehen, die wollten groß angesehen werden, der Pharisäer so und so und der Priester so und so, geehrt werden vom ganzen Volk. Das war ihr Bild von Leitung. Meine Frage ist, wie weit spiegelt sich die Kultur, in der wir heute leben, in unserer Gesellschaft, auch unsere Leitungskultur in der Kirche und in der Gesellschaft wider? Wie weit sehen wir das, was heute in unserer Kultur angesagt ist, auch wieder in der Leitung von Gesellschaft und Kirche? Ich glaube persönlich, dass durch diese Missbrauchsfälle, die wir in den letzten Jahren so in den Medien rauf und runter gelesen und gehört haben und es wirklich alle schockiert sind, dass wir heute super, super sensibel sind, wenn es um das Thema Macht angeht. Ich glaube, das ist nicht mehr das große Thema. Wir müssen eher aufpassen, dass wir nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wenn ein Leiter ein bisschen autoritär führt, dass man sagt, oh, oh, Vorsicht, Missbrauch, Missbrauch. Müssen wir aufpassen, müssen wir wachsam sein. Denn ein Leiter muss führen können, er muss leiten können und wir dürfen nicht so schnell die Leute an Pranger stellen. Ich glaube, das wird nicht in den letzten Jahren, in den nächsten Jahren, meine ich, das große Thema sein. Ich glaube, das wird eher ein anderes Thema sein. Ich glaube, dass das unser Thema ist.
Es geht nicht so um Macht, sondern es geht um, wie ich mich darstelle, wie ich mich präsentiere. Und viele Pastoren und Worship-Leiter, auch die wir auch in den Medien sehen, sind nicht viel anders wie so Superstars in der christlichen Szene. Die haben große, bekannte Kirchen, ziehen Menschenmassen an für die Worship-Konzerte und durch die Medienpräsenz haben sie Weltruhm. Und ich glaube, dass ein Aspekt, warum manche dieser Leiter, dieser großen Leiter fallen, genau an dem Punkt liegt, weil sie damit nicht umgehen können. Diese Star-Kultur funktioniert aber auch nur, wenn es Leute gibt, die diese auch so anhimmeln und sagen, du bist mein Star, wenn du für mich betest, dann ist super und so. Ihr wisst es vielleicht, also zumindest die, die schon länger in der christlichen Szene und FX sind, wie das passiert. Und junge Leiter ahmen dann die großen Leiter nach. Sie ziehen sich die gleichen Klamotten an, sprechen die gleiche Sprache, machen die gleichen Witze. Und ich frage mich, und ich kenne das ja selber bei mir auch so als junger Mensch, was ist da unsere Motivation? Wir wollen irgendwie auch Anteil haben an dem Ruhm dieser großen Pastoren und Leiter. Lass uns da echt wachsam sein, auch vor allem ihr junge Generation, sage ich das. Lass uns da echt wachsam sein. Lass uns da nicht mitmachen. Die Gegenkultur des Reiches Gottes, wir reden ja immer von diesen zwei Kulturen. Jesus sagt, hey, es geht nicht um Herrschen, es geht nicht um Macht, sondern um Dienen. Und ich sage, wenn Jesus das heute sagen würde, würde er ziemlich sicher auch was zu dem Thema sagen. Es geht nicht darum, dass du der große Star bist, deine Kirche, die große Mega-Church ist, die so bekannt ist, weltweit bekannt ist. Sondern es geht darum, dass wir im Verborgenen leiten und dienen können. Und trotzdem einen großen Einfluss haben. Das sollte unsere Motivation sein, ganz ehrlich. Dass Menschen uns nicht sehen, dass wir nicht in den sozialen Medien groß rauskommen und wir müssen uns auch nicht präsentieren, sondern dass wir einfach dienen, im Verborgenen. Und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dich belohnen, ohne den Applaus von Menschen zu bekommen. Vor etlichen Jahren habe ich so einen Leiter getroffen. Ich glaube, Horst, dass du dabei warst. Kennst du den noch? Ja? Ja, genau. Ich erzähle es kurz. Ja. Das ist Grace und Yinkai. Wer hat von denen schon mal gehört? Genau, dachte ich mir schon. Niemand. Oder wenige. Dieser Typ, dieser Yinkai, ein Chinese, war im Jahr 2000 auf einem Seminar. Und in diesem Seminar ging es darum, wie man Menschen in einer bestimmten Region mit dem Evangelium erreicht, wie Gemeinde gegründet werden können und wachsen können. Und dieser Typ hat einfach, ich sag mal, durch den Heiligen Geist ein ganz einfaches, aber sehr effektives Konzept geschenkt bekommen. Seine Frage war, wie kann ich die Millionen von Menschen in meinem großen Distrikt in China mit dem Evangelium erreichen? Die meisten sind unerreicht. Wie mache ich das? Und er hat erst überlegt, ja, ich könnte da mal eine Gemeinde gründen. Wenn ich jedes Jahr schaffe, eine Gemeinde zu gründen, dann bin ich in so und so vielen Jahrzehnten vielleicht irgendwie einigermaßen am Ziel. Aber er hat eine ganz andere Strategie bekommen, nämlich, ich würde es nicht ausführlich beschreiben, aber es ist eine Multiplikationsstrategie. Er hat verstanden, ich muss in Leiter investieren, die wiederum in andere Leiter investieren, die wiederum in andere Leiter investieren. Ich muss in Jünger investieren, die wiederum andere zu Jüngern machen und so weiter. Da gibt es ein Buch darüber, wie er seine Strategie dann beschrieben hat. Und dann fingen sie an, als sie dann das Konzept ausgearbeitet haben und hatten 30 junge, oder ich weiß nicht, ob es junge waren, aber 30 Gläubige als Teilnehmer in ihrem Kurs. Und sie haben sie angeleitet und gesagt, jeder von euch hat eine Story zu erzählen, nämlich wie hast du Jesus Christus kennengelernt? Und das Ziel ist, dass ihr jetzt in der nächsten Woche dass ihr in der nächsten Woche 5 Personen in eurem Umfeld eure Geschichte erzählt. Wie hast du Jesus Christus kennengelernt? Dann haben sich in der darauffolgenden Woche wieder getroffen und 17 der 30 Teilnehmer haben gesagt, sie haben ihre Geschichte diesen 5 Personen erzählt. Und dann ging das weiter und weiter, ich mache es kürzer. 2 Monate später hatten sich schon 20 Kleingruppen gegründet. Nach 6 Monaten gab es 327 Kleingruppen und 4000 neu getaufte Gläubige, die über 17 Städte verstreut waren. Innerhalb von 12 Monaten, also innerhalb eines Jahres, gab es 908 Hausgemeinden, 12.000 neue Christen.
Sie erlebten ein exponentielles Wachstum. Und bis zum Jahr 2013 gab es 140.000 neue Gemeinden in diesem Distrikt und 1,7 Millionen Menschen begannen, Jesus nachzufolgen. Es ist eine der größten Gemeindegründungsbewegungen der Welt, die dieser Mann ins Leben gerufen hat. Und keiner kennt ihn, weil er nicht der Superstar ist. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, aber irgendwann kam diese Einladung: Möchtest du diesen Ying Kai treffen? Es ist undercover. Es wird nicht groß angekündigt, aber ich war irgendwie in einem Verteiler drin von irgendwelchen Leitern, habe ich den Horst damals mitgenommen. Und dann saßen wir da mit einer Gruppe von 40, 50 Leitern, alles top secret, keine Bilder machen und so, weil der ist natürlich in China auf der roten Abschussliste durch den Einfluss, den er hat. Und dann steht dieses Männle vor uns und ich dachte, ich hatte ja auch so eine Vorstellung, ein Superstar, voll charismatische Persönlichkeit, gar nicht. Das war ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Und er fing damit an, dass er sagt, seine Rede: Mensch, you Germans have great beer. Der erste Satz eines geistlichen Überfliegers, so dachte ich. Er war ein ganz geerdeter Mann. Ja? Die Deutschen haben super Bier, das hat ihm total gefallen. Und er erzählt einfach ganz schlicht und einfach, ein demütiger Mann. Und bis heute trifft er sich, macht keine großen Konferenzen und trifft sich einfach mit ein paar wenigen Leuten und leitet die an und bewegt es, was Gott ihnen zeigt, und er gibt es einfach weiter. Versteht ihr das so? An dem Hand dieses Beispiels, das ist ein echtes Vorbild. Er hat enormen Einfluss und keiner kennt ihn. Und so sollten wir sein, ganz ehrlich. Das wünsche ich mir für uns. Und deswegen zum Schluss nochmal diese Erinnerung. Der König aller Könige, der Schöpfer von Himmel und Erde, kam auf diese Erde und wurde zum Diener aller Menschen. Und das am schönsten, meiner Ansicht nach, drückt sich das aus in der Fußwaschung. In dem dreckigsten Job, ja, die stinkigen, dreckigen Füße seiner Jünger zu waschen. Da waren sich die Jünger alle zu schade dafür. Keiner wollte das machen. Und Jesus macht's. Zieht sich die Schürze an, als Ausdruck, dass er wirklich der Diener ist. Und er wäscht ihnen die Füße mit Liebe und Respekt. Johannes der Täufer hatte schon erkannt, wer der eigentlich ist. Er hat gesagt, ich bin nicht mal würdig, die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Er ist wirklich der Messias, er ist wirklich der Herrscher. Und dieser, was sich nicht zu schade, kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht es genauso. Ich bin kein Freund von Fußwaschung, von realer Fußwaschung. Ja, weil ich glaube, das ist heutzutage auch nicht das Ding. Ja? Wir haben alle saubere Füße, hoffentlich einigermaßen. Ja, wir laufen nicht in Sandalen, in Straßenkot und so rum. Aber lass uns das mal mitnehmen. Ich werde es uns nicht das sagen, sondern lass uns das mitnehmen. Was könnte das für uns heute bedeuten, unseren Geschwistern die Füße zu waschen, den niedrigen Dienst zu tun? Es kann mal ganz situativ sein, in einer Situation, wo du merkst, jetzt ist dran, keiner zuckt mit den Fingern. Jeder weiß, es ist ein Schweinejob, es ist ein schlechter Job, aber er muss gemacht werden. Warum bist du nicht der Erste, der es macht? Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Lass uns da beten noch. Danke, Jesus, für dein wunderbares Vorbild. Und ich danke dir, Herr, dass du uns prägst und uns veränderst, dass wir alle, die wir hier sitzen, Menschen mit großem Einfluss sind, in unseren Familien, in unseren Diensten, in der Arbeit, in der Nachbarschaft. Wo immer du uns Verantwortung überträgst, wollen wir nicht groß rauskommen. Wir wollen nicht die Superstars sein, sondern wir wollen einfach Menschen sein, die mit dienenden Herzen einfach andere fördern, andere entwickeln, anderen helfen, dass sie groß werden, dass sie wachsen, dass sie stark werden. Und diese Gesinnung, Herr, die will ich auch wieder neu anziehen, die wollen wir miteinander neu für uns in Anspruch nehmen. Hab diese Einstellung, hab diese Gesinnung, wie sie Christus hat. Und wir nehmen das für uns in Anspruch. In dem Namen Jesu bete ich das, dass es unsere Woche prägt, unsere Dienste prägt, wo immer wir Verantwortung haben, auf welchen Ebenen, in der Arbeit oder in der Gemeinde, dass wir
mit dienendem Herzen dir und Menschen einfach dienen. Amen. Vielen Dank für all die praktischen Anregungen, auch die wir mitnehmen dürfen. Wir sind schon relativ am Ende des